Salam, meine lieben muslimischen Freunde. Heute habe ich eine weitere ernste und herausfordernde Frage an euch. Und zwar geht es um euren Koran, genauer gesagt um die Überlieferung des Korans. Und so habe ich euch ja gesagt, dass der Koran euch perfekt überliefert wurde. So dass ihr voll Vertrauen sagen könnt, der Koran, den ich heute in den Händen halte, das ist der gleiche, wie er von Gabriel Muhammad gegeben wurde. Und wie Mohammed ihn weitergegeben hat an die Sahaba. So habe ich jetzt den gleichen Koran in den Händen. Aber ehrlich gesagt, ich halte das für einen Mythos. Wenn man eure eigenen höchst vertrauenswürdigen islamischen Quellen, also in euren Augen vertrauenswürdigen Quellen, liest, dann kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Das möchte ich euch gerne zeigen. Meine Frage an euch heute ist, wie könnt ihr behaupten, dass der Koran perfekt überliefert wurde? Wenn doch Top-Lehrer des Korans behaupten, er wäre nicht perfekt. Und zwar möchte ich euch lesen aus Sahih al-Bukhari. Diese ist aus der englischen Übersetzung von Muhsin Khan. Aber für dieses Video habe ich es ins Deutsche übersetzt. Und dort, im Band 6, Buch 61, Hadith Nummer 521, finden wir, Abdullah bin Amr erwähnte Abdullah bin Masud. Und sagte, ja, also Abdullah bin Amr sagt über Abdullah bin Masud etwas. Nie werde ich aufhören, diesen Mann zu lieben, denn ich hörte den Propheten sagen, lernt den Koran von diesen Vieren. Abdullah bin Masud, Salim, Muad und Ubay bin Kaab. Also das sind nach Mohammed die vier Top-Koran-Lehrer. Und er befiehlt, lernt den Koran von diesen Vieren. Sein Befehl Mohammeds an die Muslime. Das ist auch sehr interessant, nicht wahr? Halten wir es einfach nochmal fest. Mohammed nennt vier Top-Lehrer des Koran und befiehlt, dass man von ihnen den Koran lernen soll. Jetzt gehen wir einfach sechs Hadithe weiter, nämlich Hadith Nummer 527, immer noch Band 6, Buch 61. Hadith Nummer 527. Dort finden wir Ibn Abbas, dass Ibn Abbas Ubay bin Kaab bestätigt als den besten Rezitatoren unter den Muslimen damals. Und zwar liest sich das so. Umar sagte, Ubay bin Kaab war der Beste unter uns im Rezitieren des Korans. Jedoch lassen wir einiges weg von dem, was er rezitiert. Und jetzt sagt er, was Ubay sagt. Ubay sagt, ich habe es vom Mund des Gesandten Allahs empfangen und werde es um nichts in der Welt aufgeben. Das sind die Worte des Top-Gelehrten, einer von vielen Top-Gelehrten, die Mohammed bestimmt hat, dass Muslime von ihnen den Koran lernen sollten. Ibn Abbas selbst, Mohammed sehr nahestehender Muslim, sogar Verwandter, wenn ich mich nicht täusche, sagte, ja, Ubay war der Beste unter uns, der den Koran rezitiert hat. Jedoch lassen wir einiges von dem, was er rezitiert, einfach weg. Und Ubay, ich habe es vom Mund des Gesandten Allahs empfangen und werde es um keinen Preis, um nichts in der Welt aufgeben. Wow, das ist ein starkes Stück. Das heißt nämlich nichts anderes. Der Koran von Ubay bin Kaab war ein anderer als der, den du in den Händen heute hältst. Interessant, nicht? Dabei war doch Ubay bin Kaab einer von vier Top-Gelehrten, die Mohammed selbst genannt hat und von denen er befohlen hat, lernt von diesen Vieren den Koran. Aber wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo noch eine schlimme Hadith-Geschichte her. Das war nämlich noch nicht alles, es soll noch schlimmer werden. Wir haben eben noch Abdullah bin Masud, das ist der erstgenannte von den vier Top-Lehrern, die Mohammed genannt hat. Und zwar war es so, dass Uthman angeordnet hat, dass alle Niederschriften des Korans gesammelt und
verbrannt werden. Warum? Auch eine ganz interessante Tatsache, weil die Niederschriften des Korans voneinander abwichen. Es gab verschiedene Versionen und Uthman sah sich gezwungen, alle zu sammeln und zu verbrennen und so den Koran zu standardisieren. Und das, was wird dann berichtet in Al-Bukhari, auch Band 6, Buch 61 und Hadith Nummer 510. Dort könnt ihr das nachlesen, wie Uthman hinausschickt, hinaussendet, um die Niederschriften des Korans, die damaligen, zusammen, um sie verbrennen zu lassen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir von Abdullah bin Masud, dem erstgenannten von den vier Top-Lehrern, interessanterweise berichtet. Und zwar findet sich das bei Sahih Muslim. Ja? Das ist so an der zweiten Stelle. Sahih Muslim war der Schüler von Al-Bukhari. Und was seine Vertrauenswürdigkeit angeht, kommt er gleich nach Koran und Al-Bukhari. Da kommt gleich Sahih Muslim. Und zwar Buch 31, Hadith Nummer 6022. Dort lesen wir, dass Abdullah bin Masud berichtete, dass er seinen Gefährten gesagt hat, dass sie ihre Koranabschriften verbergen sollen. Also als es dazu kommt, die Koranabschriften zusammen zu verbrennen, ordnet er, der Erstgenannte von vier Top-Lehrern, von Mohammed selbst genannt, und befohlen, dass man von ihnen Koran lernen soll. Er, Abdullah bin Masud, sagt seinen Gefährten, gebt eure Koranabschriften nicht heraus, verbergt sie. Und das wirft doch auf die Überlieferung des Korans ein ganz anderes Licht als bisher, nicht wahr? Meine Frage an euch eben ist, wie kann der Koran eins zu eins überliefert worden sein, perfekt bewahrt sein, wenn zwei von den vier Top-Lehrern des Korans sagen, dass es nicht so ist. Wenn gesagt wird, was Uba ibn Ka'b rezitiert hat, davon lassen wir einiges weg. Also ist der heutige Koran ein anderer, als Muslimen heute in den Händen halten. Und außerdem sagt Abdullah bin Masud, der Erstgenannte von den vier Top-Lehrern des Korans, sagt, gebt eure Manuskripte nicht her, verbergt sie. Und mit diesem möchte ich euch wirklich ein bisschen zum Nachdenken bringen und überdenken, ob das wirklich sein kann, dass der Koran perfekt überliefert wurde. Weil der Schluss daraus ist ziemlich deutlich, dass der Koran zweifach falsch ist. Einmal ist er unvollständig und ein andermal ein zweifach falsch, weil Allah im Koran sagt, ich will ihn bewahren. Einmal ist er falsch, weil er unvollständig ist, und einmal, weil Allah sein Wort nicht gehalten hat, dass er ihn bewahren möchte. Denkt darüber nach, wie das sein kann. Wie kann der Koran das Wort Gottes sein, wenn Allah darin sagt, er will ihn bewahren, und ganz offensichtlich hat das nicht stattgefunden.